Herzlich willkommen zum Food Adventskalender 2021. Wir öffnen Türchen Nummer 22 und hier findet ihr einen auf Tequila-Basis richtig leckeren Schokolikör und den gibt es heute gleich viermal zu gewinnen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Bevs Food Garage. Hallo und herzlich willkommen. Heute gibt es zwei Dinge, über die wir sprechen müssen. Zum einen findet dieses Video im Rahmen des Food Adventskalenders 2021 statt. Der wird von Annettes Backstübchen jedes Jahr organisiert. Und es nehmen 24 tolle YouTuber daran teil, die euch alle angucken können. Die sind unten in der Playlist. Gestern war Maxis Mutti dran und morgen ist der Drinklinker dran. Zwei ganz tolle Foodtuber oder ja, Drinktuber beim Drinklinker. Schaut die euch unbedingt an und ihr könnt auch was gewinnen. Und zwar heute vier Flaschen, also vier Gewinner können es geben. Es werden vier Flaschen von Calderos verlost. Das ist ein Schokolikör auf Tequila-Basis, also schweinelecker. Ihr könnt gewinnen, indem ihr unten kommentiert mit dem Hashtag FOAK2021, so wie das hier eingeblendet ist. Das zweite, über das wir sprechen müssen, ist, wir sind in der Food Garage. Deswegen herzlich willkommen in der Food Garage. Und ich bin voll froh, dass das endlich fertig ist. Ihr seht hier hinten, da fehlt noch ein bisschen was, da kann noch ein bisschen was passieren. Ich bin für eure Kommentare offen. Schreibt mal rein, was da hinten an die Wand könnte. Bitte nur ordentliche Sachen. Wir machen heute was Weihnachtliches. Wir machen ein Brathähnchen zu einer Weihnachtsgans. Und wie das geht, wie das funktioniert und was du alles dafür brauchst, das siehst du nach dem neuen Intro. Los geht's! Habt natürlich noch was vergessen. Abonniert den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da und aktiviert die Glocke. Jetzt geht's los! Nicht nur die Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel und die anderen Foodtuber des Food Adventskalenders findest du unten in der Infobox, sondern wie immer auch die Zutaten. Die Vorbereitungsarbeiten sind einfach und natürlich an ein Gänserezept angelehnt. Zuerst werden die Maronen und die Pflaumen gut zerhackt, sodass sie möglichst klein sind. Das gleiche machst du auch mit dem Apfel, versuche den in möglichst kleine Würfel zu schneiden. Nun gibst du das Ganze in eine Schüssel, würzt es mit dem Zimt, mit Pfeffer und mit reichlich Salz. Jetzt das Ganze einmal ordentlich und gründlich durchrühren. Von unserem Huhn, dasselbe würdest du bei einer Gans auch machen, schneidest du hinten, Bürzel dazu, den schneidest du ab, der würde das Ganze bitter schmecken lassen. Und dann so viel wie möglich Füllung richtig eng rein in das Huhn stopfen, da darf nicht viel Luft drin sein, die Hautlappen wieder drüber legen, die Füße, die Beine zusammenbinden. Dann kann auch nichts rausfallen. Und natürlich verbrennen die Schenkel nicht. Achte bei den Flügeln drauf, dass sie möglichst eng am Rücken anliegen, auch dann können die Spitzen nicht zu schnell verbrennen. Das Huhn von allen Seiten schön salzen und den letzten Apfel schneidest du in grobe Würfel. Zusammen mit den restlichen Pflaumen und Maronen können wir damit ein schönes Bett bauen, auf das wir das Huhn legen. Auf unsere Bratschale gießen wir nun ungefähr die Hälfte von dem Gänsefond und während des Backens gießt du immer noch etwas Wasser nach, sodass es nicht austrocknen kann. Das waren schon die ganzen Vorbereitungsarbeiten. Jetzt kommt unser Brathähnchen oder unsere Weihnachtsgans-Brathähnchen-Variante auf der Brustseite für ungefähr anderthalb Stunden in den Backofen bei Umluft 160 Grad. Das soll mit wenig Hitze geschehen, damit das innen drinnen sich richtig schön die Aromen verteilen und damit das Ganze auch nach Weihnachtsgans schmeckt. Nach den anderthalb Stunden ungefähr noch mal eine halbe Stunde auf der anderen Seite backen, dass die Haut schön knusprig wird. Und das machen wir dann bei ungefähr 220 Grad. Ab in den Ofen. Wenn das Hähnchen fertig ist, nimmst du es vom Backblech, legst es beiseite und gibst alles, was in der Bratschale ist, in einen Topf. Dort gibst du jetzt den Wein ran, die Sahne, dann pürierst du die Soße, schmeckst sie mit Salz und Pfeffer ab und fertig ist sie. Und so soll das Ganze aussehen. Wir sind fertig und schau dir das an, das sieht richtig geil aus und es duftet weihnachtlich. Die Soße ist der absolute Hammer. Also wirklich, das hätte ich selber nie gedacht, dass sie so gut wird, aber die ist mega. Und das Hähnchen, die Weihnachtsgans für Singles zum Beispiel, die ist mega. Also das Hähnchen riecht köstlich. Macht's nach, wenn es euch gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben da. Besucht die anderen YouTuber, die am Food Adventskalender teilnehmen. Und denkt an meine Vorgängerin Maxis Mutti und an meinen Nachfolger, den Drinklinker.
Schaut euch unbedingt deren Videos an. Nehmt am Gewinnspiel teil und habt viel Freude zu Weihnachten. Ich wünsche euch alles Gute und auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Macht's gut.